Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit am neuen Video, heute mal wieder mit Dark Souls. Ich habe mir überlegt, ich gehe mal eben. Wohin? Ah, Typ ist weg hier. Ich gehe mal irgendwo hin. Und zwar unten wieder zu den schönen Geistern. Weil die Geister dürften ja jetzt ein bisschen leichter sein, da ich jetzt ein besseres Schwert. Ja, Schwert habe. Eine bessere Drachenklinge. Und dann möchte ich mal sehen, wie die sich dann gegen mich anstellen. Ob ich da unten jetzt ein bisschen weiterkommen oder nicht. Das ist jetzt eigentlich nur die Frage. Aber letztes Mal war es ja ganz schön tricky, muss ich sagen. Oh, da ist es. Und einmal runter, bitte. Vielleicht mein Video ja jetzt One-Hit. Das wäre das Geilste, was jetzt passieren könnte. Das glaube ich gar nicht, dass wir die One-Hit machen. Aber wir können den trotzdem gut zusetzen. Weil wir halt genug Schaden machen. Wie viel machen wir eigentlich an denen? Ups. Okay, 134. Was war hier? Bin ich hier hochgegangen? Okay, verschlossen. Alles klar. Dann bin ich schon mal hochgegangen, glaube ich. So, ja, die sind mir egal. Da kann ich schön dann dran vorbeilaufen. Die interessieren mich ja nicht so. Auch wie mir überhaupt. Ne. Die bleiben schön sitzen. Entschuldigung. Entschuldigung. So, dann eine. Ich habe noch zwei. Zwei Wanderflüche. Wir laufen, das reicht. Ha. Ja, sonst können wir uns noch Wanderflüche bei der alten Dame da oben holen. Erstmal jetzt. Zack. Komm hier hin. Okay, drei Hits. Ich weiß gar nicht, wie viel wir vorher gebraucht haben. Und drei jetzt nur mit einem leichten Angriff. Ich kann ja da oben sind jetzt gleich noch welche. Kann ich mit einem schweren Angriff mal testen. Warte, wo kommt den Shortcut da vorne, ne? Ich glaube schon. Da muss ich nicht mehr über die Brücke. So kamen sie da. Okay, zwei mit einem schweren Angriff. Das ist ja easy. Okay, einmal auf die Brücke drauf. Runter und dann hier drauf. Gut, gut. Das wollte ich hier hoch wohl gerne. So haben wir nämlich jetzt verdammt viel übersprungen. Muss ich echt sagen. Das ist eine gute Methode. Nee. Du auch weg. Kommt einfach hier hoch, bitte. Das wäre das Leichteste für uns alle. Ja, genau. Nee. So. Immer trinken. Es geht weiter. Hier unten kommen jetzt die ganzen fiesen Geister. Noch ruhig rauskommen. Ich möchte da eigentlich nicht weiter hingehen. Oh, da kommen sie doch. Nein. Kommen die jetzt durch? Da kommen sie. Komm mit mir, Bro. Fuck off. Wir haben noch einen Wanderfluch. Was ist, wenn wir da hochrennen? Wenn wir da ein Bonfire finden, wäre es der Shit. Aber wenn nicht, dann ist doof.
Ja, er ist wieder da. Have you heard of Trusty Patches? If ever a man has rubbed me up the wrong way, if he ever comes around again, I swear I'll have his hide. Alles klar. Ich versuche jetzt mal eben irgendwas. Vielleicht kann ich da rumrennen. Weil die Geister sind ja nicht sonderlich schnell. Und vielleicht kann ich da die Treppe hochlaufen. Und da ist ein Bonfire. Ich versuche es einfach erstmal einfach nur. So, dass ich es halt schaffe. Weil ich sonst keinen anderen Ausweg finde. Und einen Wanderfluch dafür noch zu verbrauchen, ist mir zu schade. Deswegen kann ich da jetzt erstmal versuchen hochzurennen. Wenn das nicht klappt, muss ich gucken, ob ich den Boss mache. Sonst sehe ich nämlich jetzt gerade keinen anderen Weg da irgendwie zu verweilen hier. Muss doch schon sagen, Dark Souls 1 ist richtig knackig schwer. Da war Bloodborne fast ein Witz gegen. Aber bei Bloodborne hatte ich nie diese komplette Ratlosigkeit, wo ich hingehen konnte. Das habe ich nämlich jetzt gerade eben. Diese komplette, wo kann ich jetzt hingehen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Situation. Ach ja. Na, ja, das macht halt Dark Souls aus. Ich versuche jetzt hier einfach vorbei zu rennen. Ohne große Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Naja, das schaffe ich nicht. Auch wenn ich noch nicht mal laufen kann. So, am besten immer ein bisschen Dings dabei halten. Und so. Es ist spät am Abend. Ja, wo ich das gerade aufnehme. Ich möchte eigentlich hin, weil das hat jetzt schon mal geklappt. Nur ich waste gerade wieder verdammt viel Zeit. Also ich würde es... ich entschuldige mich dafür. Ich würde es, glaube ich, selber sogar nicht mehr gucken, wenn ich... Wenn ich wäre. Weil einfach mir der Typ zu inkompetent wäre. Ja, das würde ich selber über mich sagen. Ah, das ist ja auch gerade knackig schwer. Und das ist Dark Souls, komm. Was erwartet man, wenn man Dark Souls anklickt? Erwartet man jetzt, dass jemand da rum durchläuft, so, haha, ich bin der Beste? Vielleicht. Manche. Nicht alle, aber manche. Ich sollte das ja auch mal ein bisschen besser timen können und so. Ein bisschen trainieren. Aber naja. Da habe ich Leben verloren, geil. Ey, Runen von Neulondo. Cool. Hier war ich ja, glaube ich, noch nie. So, meine Seelen sind mir auch gerade relativ latte. Merkt man, glaube ich, auch. Mir ist nur wichtig, dass ich überlebe. Und kein armer Dark Souls Spielcharakter stirbt. So ein bisschen aufbewahren und laufen. Au. 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 Meine Güte. Das ist gerade für ein Frosch im Hals. So, hier kommt jemand. Die sind mir egal. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Ich versuche jetzt einfach lang zu rennen. Falls ihr denkt, das ist dumm. Ja, finde ich auch. Es ist wahrscheinlich komplett behindert. Aber man kann alles versuchen. So, wo geht's hier lang? Holy motherfucking shit. Okay, links geht's direkt runter. Ich habe jetzt eine Seele. Hier sind noch viel zu viele. Ich kann das eigentlich nochmal versuchen.
Aber das hat ja an sich relativ gut geklappt. An sich bin ich da ja allgemein so lang gekommen, ohne zu sterben. Nur ich war halt dann irgendwann in der Gasse gefangen. Hm. Versuch das einmal nochmal. Ich versuche mal ein paar Dinge aus, die mir vielleicht weiterhelfen könnten. Falls du nicht merkst, ich bin gerade am Nachdenken, was ich machen könnte als nächstes. Weil ich gerade echt hart am Verzweifeln bin. Und ich möchte es einfach nicht aufgeben. Also ich möchte nicht mich von Dark Souls geschlagen geben. Darauf habe ich keine Lust. Und ich möchte natürlich mein sozusagen Jahresprojekt auch nicht direkt beenden. Auf jeden Fall weiß ich, dass es nächstes Jahr, wenn ich Dark Souls 1, 2, 3 durch habe, ob ich das überhaupt schaffe, glaube ich nicht, wird es auf jeden Fall ein leichteres Spiel. Auf jeden Fall. Keine Kompromisse. So. Ich habe auch direkt das schwerste Spiel ausgesucht, was auf dem Markt so ist, ne? Oder? Ja. Ja, ja. Es gibt bestimmt noch schwere. Als Dark Souls. Ich glaube, Dark Souls 1 ist auch eines der schwersten Dark Souls. Sis. Kann hier außenrum ganz gut lang gehen. Ich weiß gar nicht, ob das schwerste ist. Ich glaube, 3 soll nicht mehr so schwer sein. Finde ich gut. Ich glaube, dass 2 immer noch knacke schwer ist. Oder dass man sich da auch die Zähne ausbeißen und die Haare raufen wird. Das glaube ich immer noch. Ist halt Dark Souls, ne? Ist halt kein Kindergarten. Sonst wird es ja auch Kindergarten heißen. So, auf jeden Fall kann ich hier jetzt links direkt runter. Au. Okay. Geht's denn noch weiter? Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch was gefunden. Ich habe jetzt einen Ring gefunden. Okay, Ringe sind gut. Vielleicht kann er mir irgendwie helfen. Okay, verstärkt Fluchresistenz kann ich jetzt eigentlich nicht brauchen. Eine der berühmten Bissringe, die von Sir Arstor von Karim im Auftrag gegeben wurde. Trotz der grausamen Geschichte und seiner Entstehung ist dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz vor Flüchen. Brauchen kann ich den jetzt eigentlich nicht. Kann ich aber anziehen. Bringen. Bringt mir ja sowieso gerade gar nichts. Wir haben für eine Fluchresistenz. Heißt das, wenn ich mich jetzt selbst verfluche, bin ich dagegen resistent? Eine interessante Denkensart. So, einen Weg habe ich ja noch gesehen. Beziehungsweise ich weiß noch, wo es 2 Wege dann lang gehen. Und die werde ich jetzt auch mal gehen. Mal gucken, was sich da herausstellt. Ich gehe jetzt noch einmal die Treppe herunter und einmal da nochmal geradeaus, weil da bin ich ja beim ersten Mal eiskalt einfach runtergefallen. Und ich glaube, ich kann da, wenn ich da rechts an der Treppe vorbeigehe, kann ich da runter. Ist nur eine Partie, wie heißt es denn jetzt nochmal? Ist nur eine Idee? Nein. Meine Güte. Ja, mir fällt es gar nicht ein. Also wäre eine Idee, was man noch machen könnte. Und sonst, das wäre noch eine Möglichkeit. Meine Güte. Dass wir da auch lang gehen. Fluchresistenz heißt nicht schadensresistent, wa? Außer gegen die. Na, ich denke mal, die greifen mich immer noch gut. Ja. Die greifen mich immer auch gut an. Sollte ich ihm testen. Deswegen hat er mich gerade geschlagen. So, damit ich nicht direkt vor der Recke gleich.
Ich finde es ja cool, dass sie immer noch die Treppen gehen, ne? Auch wenn sie Geister sind. So. Wenigstens habe ich hier einen Shortcut. Das wäre ja der Shit, wenn ich den Shortcut nicht... Ja, okay, den Shortcut kann man nicht übersehen. Übrigens, Lex, an der Stelle, wo ich die Leiter hochlaufe, immer. Schon die ganze Zeit. Also mein PC müsste das Spiel ziehen. Nur so, falls sich jemand fragt. So. Jetzt muss ich mich eben kurz konzentrieren. Da kann ich auch lang. Scheiße, da wollte ich lang. Bei ihm konzentrieren, Moment. Ich muss mich eben konzentrieren. Moment, Leute. Anders geht's gerade nicht. Die Geister haben sich, glaube ich, zurückgesetzt. Boah, ich bin gerade ein bisschen angespannt hier. Ein bisschen ist gut. Oh, ein guter Bogen. Aber kann ich gerade nicht auswählen. Ich glaube, ich werde nicht mehr verfolgt. Oder? Na gut. Bogen, was habe ich für einen Bogen gefunden? Ein Kompositbogen. Auf jeden Fall mehr Schaden. Geschichte dahinter. Ein kraftvoller, bla 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 Bogen. Erfordert mehr Kraft als gewöhnlicher Bogen. Wegen seiner kürzeren Reichweite eignet er sich allerdings nicht für Scharfschützen. Ich würde mal sagen, den nehme ich. Und ich habe Pfeile gefunden. Die ich aber nicht ausrüste gerade. Gucken, wie sieht der Bogen aus? So sieht der Bogen aus, super. Ich bin gerade... Ich weiß nicht, ich bin gerade unsicher. Ich bin gerade echt nicht sicher, was ich gerade davon halten soll. Was ist das jetzt hier, oder? Menschlichkeit. Oh, holy shit. Oh, holy shit. Einfach wegrollen. Kann hier aufs Dach. Come on. Okay, ich bin tot. Es müsste ja alles untersucht sein. Nur ich kann den einen Hebel betätigen. Wir gucken uns aber erstmal den Ring an. Wir haben was geschafft. Ich bin glücklich. Ring. Seltener Ring der Opferung. Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opfersrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der magentafarbene Ring ist extrem selten. Der Träger erleidet bei seinem Tod keinen Verlust und wird von allen Flüchen befreit. Ja. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Hatten wir schon mal. Kann man nicht irgendwie die Ringe unbrechbar machen? Ich wollte jetzt noch mal einmal runter, nur so eben zur Erklärung. Ich wollte noch einmal runter und echt gucken, ob ich da alles untersucht habe. Aber ich müsste da alles untersucht haben. Habe ich da noch jemand gefunden übrigens? Ja stimmt, ich habe noch einen Stein gefunden. Einen grünen Stein, glaube ich. Ja, Seele des Kriegers habe ich auch noch. Menschlichkeit auch. Abfall habe ich immer noch dabei. Wo sind die Steine? Alter.
Zauberfeuer oder göttliche Waffe. Und einen blauen Brocken habe ich auch noch. Den hatte ich glaube ich schon vorher. Ich brauche es für meine Drachenwaffe. Das wäre cool. So, ich gehe jetzt noch einmal runter. Um zu gucken, was dort ist. Was mich dort noch erwartet. Weil eigentlich habe ich alles. Ja, ich bin sehr überzeugt davon. Das kann man eigentlich komplett ohne Menschlichkeit spielen, ne? Ich weiß noch, wo ein Item ist. Ich weiß noch, wo ein Item ist. Da gehe ich hin, wenn ich da alles erkundet habe. Dafür muss ich aber so ein Viech mit roten Augen töten. Weil da hinter dem ist noch ein Item. Das will ich auch noch kurz haben. Hol ich mir jetzt noch diese Folge? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gucke diese Folge jetzt noch eben, ob da was noch ist. Und dann war es das. Oder? Ne, jetzt machen wir die nächste Folge. Nächste Folge holen wir das, was wir holen wollen. Das Item, ich weiß nicht, welches es sein wird. Und da vorne ist auch noch ein Item. Sag mal. Da vorne ist auch noch ein Item drin. Da wollte ich auch noch eigentlich hin. Da. Ja. Da oben liegen unsere Seelen. Auf jeden Fall, das war's von mir jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.